Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es dann auch schon weiter mit der Road to Glove Unboxing Episode 9. Und ich habe auch heute wieder die 10 Glove Kisten. Und ich weiß auch schon, ich werde, falls ich heute keine Handschuhe ziehen werde, bei der nächsten Episode, bei der Nummer 10, dann die Hydro Kisten aufhebeln, die was jetzt mittlerweile schon, glaube ich, 1,30 Euro kosten. Also die sind im Preis gestiegen, aber heute gibt es wieder die Glove Kisten, 10 Stück. Und ich hoffe, ich meine, ich glaube nicht, wobei... Handschuhe, das ist halt immer so eine Lacksache, das kann man halt nicht vorher sagen. Aber ich meine, ein Pink Skin wäre halt dann doch schon mal nice, wenn ich den bekommen würde. Weil letztens war es ja wieder nur blau und glaube ich zwei oder dreimal violett und das ist halt nicht so nice. Und halt ist wieder erstes Skin, blaues Skin. Ehrlich ein Witz. Und dann werde ich nach dem Video auch gleich noch ein anderes Video aufnehmen für Samstag, was dann kommt, wo ich dann Cobblestone, also nicht Cobblestone, aber die Souvenirkisten aufheben werde. Einmal jede Souvenirkiste von jeder Map, die was ich jetzt schon vorgekauft habe. Wie gesagt, kommt am Samstag irgendwann im Laufe des Tages, sagen wir mal gegen Abend oder so. Zweites Skin war jetzt auch nicht... Lol, was ist hier los? Dritter Skin, ebenfalls Blue. Jetzt habe ich dann alle Blue Skins gleich durch. Oh, ich reibe jetzt einfach mal die Flashback. Vielleicht... Ich meine, Flashback wäre jetzt nicht so schlecht. Das bringt in einer guten Condition auch den einen oder anderen Euro, aber ich ziehe halt wieder den Ranz Blue Skins. Aui. Ja, keine Souvenirkiste auf mir, das wäre jetzt... Also wäre typisch ich, wenn ich die jetzt unabsichtlich aufheben will. Die abgesiegte geht jetzt zweimal vorbei, einmal sogar ins Stat, finde ich sogar zweimal ins Stat-Track. Ist jetzt auch keine nice Float. Dachte ich mir schon. Irgendwie hatte ich aber die anderen Kisten, wie ich damals das Road to Knife Unboxing hatte, mehr Glück. Bei den Handschuhkisten ziehe ich viel öfters blau. Das ist... Irgendwie, ja. GG. Und bleib stehen. Und bitte safe N. Ist nicht FN. Gut. Die letzten drei schon, wie schnell geht das jetzt gerade? Rotsugi-Bruch, Alter. Nein. Ich geht. Komm. Gib mir die Handschuhe. Und schon wieder blau. CZ Auto Polymer. Okay. Letzte Kiste, letzter Versuch. Dann eine Dragonfire vielleicht. Irgendwas, oder dann gib mir wenigstens noch einen Pink Skin geben. Nö, es wird wieder blau. Juhu, wieder mal so ein richtig unlucky Case Opening. Folge. Nee. Ich hoffe, ich habe dann in der nächsten Aufnahme mehr Glück bei den Souvenirkisten. Ich hoffe ich wirklich. Gut, aber dann war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über einen Kommentar auch. Also, ich werde nächste Episode dann die Kiste, die Hydro-Kisten aufhebeln. Ich hoffe, dass da auch mehr geht. Aber... Ich meine, bei der Road to Knife Unboxing Serie hatte ich in der 13. Episode erst eine Knife gezogen. Und das ist ja halt die 9. Also bis jetzt ist jetzt... Ich sag mal, ich habe noch 4 Folgen gut. Und ja, über ein Abo würde ich mich auch freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.